So. Hi. Jetzt, ach Mensch, ich habe ja doch tatsächlich echt diesen falschen Button geklickt, ihr Leute. Jetzt bin ich bei euch. Jetzt bin ich voll da und freue mich auf euch. Ich muss jetzt gerade mal hier noch den Pop-out-Chat betätigen, damit wir hier alle zusammen sind. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Ich tue mich auch noch gerade noch mal hier. Ich gucke immer so in der Gegend rum. Moment. Jetzt sehe ich mich frontal. Ihr seht eine Winzerin, die keine rote Nase vom Trinken hat, sondern die immer, wenn sie im Wingert ist, einen roten Nasensockel bekommt. Also das ist jetzt nichts, was angesoffen ist, sondern passiert halt so. Ja? Also wundert euch nicht. Wenn nicht, ist es das schlechte Licht. Ich mache hier mal so ein bisschen Beleuchtung. Ach, wird doch gleich viel besser. Also. Dann mache ich mal ganz schlau meine Brille auf, die total fleckig ist. Ich setze gleich wieder ab und versuche sie mal zu putzen, weil mit Brille sieht man immer viel, viel schlauer aus. Und ich begrüße euch alle recht herzlich zu unserer Oster-Session. Ich habe hier mal ganz flott so ein bisschen ein grellgelbes oder ein sanftgelbes Osterei-T-Shirt angezogen, damit wir alle Lust kriegen, morgen Eier zu verstecken, zu sammeln oder auch irgendwie Weinflaschen aus dem Garten auszugraben. Wir machen das alles irgendwie zusammen und freuen uns auf morgen. Ja, wir persönlich haben sogar jetzt für die Kids eine kleine Osternacht vorbereitet mit der Ostergeschichte und, und. Und die Eltern werden Wein trinken am Ende, am Osterfeuer. Ja, also wir machen es uns möglichst schön und deswegen auch noch ein schöner Chat mit euch, den ich jetzt hier eröffne. Das ist nämlich immer so, wie überall, wenn keiner anfängt, macht auch keiner weiter. Deswegen, wenn irgendwo Listen auslegen, so schlaue Firmen, wenn so eine Liste auslegt, wo man sich drauftragen soll, dann schreiben die immer vorher so ein Pseudoname ein, damit die Liste sich füllt. Aber das will ich jetzt, ja, ich muss mich diesem Trick bedienen. Ich schreibe nämlich hier, wer es nicht schafft, hier, ich bin ja hier Multitasking völlig, wer es nicht schafft, hier den YouTube-Chat zu bedienen, da braucht man nämlich so ein Gmail-Konto, der schickt mir ganz einfach per WhatsApp. Wir hatten auch schon alles gehabt, also mich haben schon Leute angerufen während der Sprechstunde, meine Tochter kam schon rein, hat ein paar Kinderweinfragen gestellt. Die Heizung hat gepfiffen. Also dieses Live ist live, hat halt viele Tücken, aber auch umso mehr Power. Also ich liebe es mittlerweile. Das ist meine Welt, hier mit euch zu chatten. Und deswegen per WhatsApp 017, meine Nummer ist kein Geheimnis. Wird mich ja jetzt auch keiner stalken wollen. 01726, meine Nummer ist auch im Netz. 3699. So. Da. Und Play. Da könnt ihr auch gerne per WhatsApp Fragen reinschicken. Ich sehe die nicht immer gleich. Ich gucke dann immer mal so aufs Handy und gucke, ob da irgendwas los ist. Und schauen wir mal, wie es so losgeht. Wenn ihr im Chat seid, ich sehe, es sind schon zwei, drei Leutchen da. Die machen sich vielleicht auch warm oder trinken erstmal ein, feuern sich gegenseitig an. Leider wahrscheinlich nicht mit sehr vielen Leuten in einem Raum. Das ist ja auch irgendwo das, was eben halt so ist. Ja, also man kann sich hier nicht Freunde einladen, um die Weinprobe vielleicht. Der Rainer Birsch, der Rainer, Grüße aus Frankfurt, Grüße zurück. Ich sehe, ich bin wirklich im Chat drin. Ich war auch schon mal nicht drin, aber das gibt mir schon mal ein gutes Gefühl. Also, ja, also zu dem Thema, man kann sich nicht mehr so horten. Ist halt das jetzt im Moment so und birgt halt gewisse Probleme, jetzt auch wenn ihr so YouTube-Pakete zu Hause habt, die an einem Abend brav und tapfer abzutrinken. Das ist gar nicht jetzt so es ist nicht so gemeint und auch nicht so gewollt. Ich meine, wenn ihr das irgendwie schafft, dann hindert euch keiner. Aber es ist natürlich wirklich auch stückchenweise zu tätigen, dass man eben sagt, Mensch, heute nehme ich mir mal die Scheurebe vor und wenn ich gut durchgekommen bin und irgendwie noch Kondition und Lust habe, dann setze ich vielleicht noch irgendwie
Es wäre jetzt ein bisschen ein tiefer Schnitt, aber der es machen will, kann es tun. Setz mir da noch so einen Rotwein oben drauf, wenn es kühler, wenn es ein bisschen frisch draußen wird. Also die Scheurebe so ein bisschen als Frühlingskick, als Frühlingsstarter, als Fruchtbombe, die uns da vom Sofa mit Laola-Welle eben hochhebt und den Rotwein später zum Kuscheln. Das wäre jetzt so eine gute Kombination. Oder wenn ich jetzt hier beim Blick aus dem Fenster. Ich habe das schöne Privileg, nicht das Fenster zum Hof zu haben, sondern das Fenster zum Garten. Und da ist ja hier noch voll alles sonnengetankt und wirklich würde anregen, rauszugehen. Aber nein, ihr bleibt bei mir, ihr stellt mir Fragen und es geht auch schon hier so los. Ach ja, der Gut ist auch wieder dabei. Treuer Chatpartner, der jetzt im Moment ein kleines Problem hat, das sich aber gut lösen lässt. Also eine Grillzange hat er in der Hand und die muss natürlich rotieren und drehen und machen und tun, dass hier der Osterhase nicht anbrennt oder dasOstersteak. Und deswegen kann er ruhig schweigen und genießen. Ich denke, die ein oder andere Frage wird jetzt reinploppen. Und wir können uns schön dem Osterhasen-Chat widmen. Vielleicht fange ich mal selbst an, wenn ihr noch so ein bisschen schüchtern seid, den Wein vorzustellen, den ich im Moment im Glas habe. Den habt ihr zwar nicht in den Paketen, aber vielleicht kann ich euch ja so ein bisschen den Mund wässrig reden und den Wein so ein bisschen so präsentieren, dass man Lust drauf bekommt. Weil ich nehme ja immer für jeden Chat noch einen anderen Wein, um mich irgendwie so ein bisschen hochzupeitschen für euch. Ja, ich liebe es mittlerweile. Also am Anfang war es schon so, hey Mensch, guckst da in so einen Kasten und redest mit dir selbst. Aber ich bin ja nicht alleine. Der Rainer hat auch eben schon geschrieben, wir sind draußen auf der Terrasse, recht so. Ja, ich sitze hier drin im Büro, kann leider meinen Computer nicht mit rausnehmen, weil dieses ach so berühmte technische, wird dieser technische Virtuose hat letzte Nacht schon so viel geschafft. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Nur mal so, bevor ich den Riesling jetzt vorstelle. Also letzte Nacht habe ich komplett damit verbracht, nicht durchzuschlafen, was mit zwei Kindern eh schwierig gelingt, sondern durchzurackern und durchzuarbeiten. Mit sage und schreibe, wie viele Winter? Wir haben 4 Winzerinnen-Sprechstunden gehabt. Das ist jetzt die fünfte. Und diese 4 waren immer so um die 1,5, 2 Stunden lang. Und dieses ganze Videomaterial habe ich gestern Nacht, die ganze Nacht, mir nochmal voll reingezogen, habe mich über mich selbst kaputt gelacht, habe mich über diesen ganzen Verlauf kaputt gelacht. Habe auch gesehen, wie das dann immer lockerer wurde und immer selbstverständlicher. Und habe das nicht ganz irgendwie, mein Ziel war 5 Minuten, dafür war es halt einfach irgendwie zu vielseitig, das hat nicht geklappt. Ich habe ein 14-Minuten-Video gehabt, das ja, von der ersten bis zur letzten Sekunde einfach nur so durchpowert. Ja? Aber manchmal muss man sich auch gar nicht so schneiden, sondern live ist live. Ich finde das ja immer schön, wenn auch mal ein oder ein dazwischen ist, weil das sind die schönsten Momente. Nicht die Perfektion ist der schönste Moment, sondern das Leben ist immer der schönste Moment. Der Gerhard Kronenberger hat sich auch eingeklinkt. Ich proste erstmal zu aus der Ferne, weil ich, bevor ich mir diese Frage durchlese, mal ganz kurz über meinen Wein sprechen möchte. Ja? Ich zitiere erst einmal wen? Mich selbst, weil es nimmt mir leider keine ab, hier solche Sprüche aufs Etikett zu zaubern, aber das will ich mir auch nicht nehmen lassen. Das ist Chefinnensache, solche abgedrehten, verrückten Sprüche auf die Flaschen zu bringen. Ihr habt ja auch vielleicht einen in der Hand, der einen ganz anderen Spruch hat. Liegt eben daran, dass jeder Wein jedes Jahr einen neuen Spruch von mir aufgesetzt kriegt, die dann auch immer besonders knackig und jedes Jahr individuell sind. Ich weiß gar nicht, könnt ihr den überhaupt mal nennen? So, das wäre der Spruch, so sehen die aus. Ich lese den vor. Riesling unter Strom.
Geladene Säureenergie erdet sich mit hervorblitzender Süße. Elektrisierend bis in die Zungenspitze. Was wollt ihr mehr? Ich weiß auch nicht, welche Pferde mit mir da durchgegangen sind. Aber es ist wirklich so, Riesling kann und darf und muss elektrisierend sein. Und ich finde auch, Riesling bekommt eine gewisse Genialität, wenn die Süße und die Säure in perfekter Balance stehen. Früher war ich wirklich nur so in Riesling-Trockenbereichen unterwegs. Aber so in der letzten Zeit, ich weiß nicht, woran es liegt, an zwei Schwangerschaften oder am Alter oder an was ich auch immer. Ich finde Riesling feiner, das kann man sich schon mal gut gönnen. Deswegen trinke ich, bevor ich hier die Frage von Gerhard Kronenberger mit euch zusammen, Prost, Prost am Grill, Prost auf der Terrasse, wo immer auch ihr auch seid, mit eurem kleinen, netten Haufen zusammengefärscht. Es ist, wie es ist. Ich hoffe, ihr seid mit Leuten zusammen, die ihr gerne habt. Ja, das wäre ja anzustreben, dass der eigene Haushalt einem wohlgesinnt ist. Jetzt habe ich es endlich auch geschafft zu trinken. Ich stelle mal mein Gläschen weg, weil ich bin ja jetzt nicht da, um hier die Vortrinkerin zu spielen, sondern ihr seid diejenigen, die die Gläser hochheben könnt. Und zwischendurch habt ihr dann auch immer mal Zeit für die Löscheraktion. Mit Fragen dürft ihr mich löschern. Gerhard Kronenberger schreibt, Grüße von der Bergstraße über den Rhein. Ja, die hessische Bergstraße hat auch ganz, ganz tolle Weine. Grüße zur Bergstraße. Wir essen nachher Tortellini in Schinken-Sahne-Soße mit Spinat. Das ist eine sehr gute Idee. Welchen deiner Weine, liebe Eva, empfiehlst du dazu? Fragt Gerd. Ja, Gerd. Müsste jetzt lügen. Ich glaube, du hast YouTube 1 bestellt. Ich könnte jetzt natürlich in der, oder du schreibst es kurz, ob du jetzt YouTube 1 oder YouTube 2 im Kühlschrank hast, dann könnte ich mich ein bisschen mehr drauf beschränken. Also, was ich schon mal sagen kann, ohne zu wissen, welches Paket du hast, Schinken-Sahnesoße hat ja wirklich eine gewisse Schwere, auch eine gewisse Konsistenz. Ja, wenn man da noch so ein bisschen hier so mit Käse aufpimpt, dann ist es eine sehr dichte Angelegenheit, also sehr konzentriert und auch etwas schwerer. Ja. Der Spinat macht das Ganze dann gesund, weil man muss sich ja immer rausreden. Ja. Also Gemüse dazu pimpt das Gericht und wird sehr schmackhaft und ist dann auch noch ein bisschen mit Vitaminen behaftet. Alles sehr lecker, vor allen Dingen, wenn man es irgendwie schafft, es als frisch zu kochen. Jetzt genau. Ich habe YouTube 1, aber auch noch andere ältere Bestände. Also was könnte ich mir aus YouTube 1 gut vorstellen? Es könnte mit einem gewissen Stoff und Schmelz der rote Riesling oder der Sauvignon Gris sehr gut dazu passen. Den Weißburgunder finde ich dazu noch etwas zu jung und zu lausbübig. Also der wird dir da so auf dem Tisch rumhüpfen. Das ist das könnte der gut. Wenn du aber, also Sauvignon Gris wäre meiner Meinung nach der geeignetste, die Scheurebe eher nicht so. Ja, und auch Riesling und Spinat sind nicht die perfekten Zusammenverschmelzer, weil die Säure und der Spinat, also Spinat hat ja so ein bisschen was Erdiges und erdige Geschichten möchten gerne Weine auch dazu haben, die ein bisschen gediegener in der Säure sind. Da ist Riesling jetzt nicht die Wahl Nummer 1. Ja, man könnte es aber machen, wenn man Lust dazu hat. Man muss sich nicht an Regeln halten. Was ich aber jetzt als Tipp außerhalb von YouTube 1 hätte, das ist aber in YouTube 2 angepackt, zu so einem sehr dichten und auch voluminösen Gericht, könnte man den Weißburgunder Halbstück in der Tat sehr gut trinken, weil der mit einer gewissen Frische, die ja auch das Gericht oder den Spinat verkörpert, plus diese Kraft und Eleganz und das Holz, das sehr gut eingebunden ist, also so ein bisschen auch diese vanillige Note, die sich aber während du dieses Gericht dann isst, so ein bisschen zurückschrauben wird.
sehr, sehr gut zusammenfügen wird. Also das wäre jetzt, wenn ich jetzt Tortellini essen würde, dann würde ich ein Halbstück dazu trinken. Aber ich habe ja auch die Möglichkeit, raus ins Lager zu gehen und an die Palette zu laufen, die eben mir jetzt in den Sinn kommt. Ja, dann hoffe ich mal, dass du gut ausgestattet bist. So, da ist noch eine Essensfrage. Das ist jetzt hier typisch Ostern und das ist ja auch irgendwo recht so, dass man an Ostern sich jetzt was gönnen muss. Also im Glas was gönnen muss, auf dem Teller was gönnen muss, was Gemeinsames gönnen muss. Kocht es auch ruhig zusammen. Also wir haben selbst jetzt für Ostern auch für abends ich habe mit meinen Kindern mein erstes Sauerteigbrot gebacken. Und das war sowas, das hatte sowas Heiliges und sowas Selbstgemachtes. Und deswegen, diese frisch gekochten Geschichten, die jetzt reinkommen, müssen die richtige Weinbegleitung haben. Aber wie gesagt, alles Empfehlungen, wenn ihr ausbrechen wollt aus allen Empfehlungen, dann tut es um Gottes Willen. Ja. Hier geht Lamm an den Start. Passt dazu auch ein Weißwein und wenn welcher? Also Lamm könnte ich mir auch den Halbstück in der Tat vorstellen. Bei Lamm, je nachdem, wie es zubereitet wird, kann ja entweder diese bisschen wilde, dieses wilde Lamm sein oder das brave Lämmchen, wo sich wirklich auch dieser Wildgeschmack, also Lamm hat ja auch dieses Wilde nebenraus im Vergleich zu jetzt eher einem zahmen Tier, ja, dann passt, also wenn es rot sein würde, würde in der Tat Spätburgunder in der Barrique sehr gut dazu passen und gerade der 15er würde gut passen. Und ansonsten würde man sich keinen zu leichten Rotwein dazu nehmen. Und Lamm ist jetzt auch nicht die Spielwiese von so einer Scheurebe. Und Riesling, naja, kommt immer darauf an. Und das ist auch ein guter Tipp, den man sich generell einfach merken kann. Nicht nur das Fleisch ist der Hauptattrakteur des Tellers, sondern wenn eine Beilage dabei ist, die eine Frische reinbringt, wie jetzt vorhin auch dieser Spinat, der hat eine wichtige Rolle gespielt. Also wenn es Nebenbuhler gibt, neben dem Lamm, die Frische bringen, dann muss ich mich nicht nur am Lamm orientieren. Dann kann ich auch mal sagen, Mensch, diese Rosmarinkartoffelchen, die ich jetzt mir dazu überlegt habe, oder eine gewisse Art von Gemüse, was vielleicht auch, ja, vielleicht ist auch irgendwo Schärfe in diesem Gericht. Also ich muss nicht immer nur das Fleisch als Hauptweinwahlkriterium heranziehen. Vielleicht wäre es ja interessant, vielleicht magst du verraten, was du dazu kochen möchtest. Und der Gerd fragt, ich habe YouTube 1, aber auch noch, ah nee, das hatten wir eben schon geklärt, genau, ich war eben schon gesprungen zwischen Gerd und Rainer und hatte dann den Engis fast ganz übersehen, aber der Engis ist ein ganz wichtiger Mann hier auf dem Weingut, der in 2018 hier Praktikum gemacht hat, den wir frisch aus Australien abgegriffen haben, ja. Also von Down Under einen wirklich guten Mann hier ins Weingut geholt, der ganz, ganz tolle, viele Ideen und auch hier ja, YouTube eingeschleust hat, der mir Instagram verpasst hat. Ja, das sind die Errungenschaften neben einer guten und starken Arbeitsleistung, die Angus gebracht hat. Und Angus hat auch, nee, kein Problem, sondern eher Glück, weil er hat Wein im Glas. Hallo Eva, wir trinken jetzt den Weißgekeltert Trocken 2019. Was kannst du uns davon erzählen? Also, ist ja schon mal gut. Du hast was Gutes im Glas. Und genau den, das ist jetzt mein Glück, dann kann ich es voll aus der Erinnerung schöpfen. Den hatte ich gestern mir auch mal aufgemacht. Nee, gestern nicht. Gestern war Karfreitag, da war es nicht. Es war vorgestern. Also vorgestern gab es, an Gründonnerstag, gab es Spätburgunder der Weißgekeltert Trocken. Und ich sehe noch diesen 18er-Jahrgang vor mir und ich schmecke ihn auch noch auf der Zunge, so halbwegs, weil 18 war Sonne satt. Es war dicht, es war auch eine gewisse Schwere drin, aber er hatte noch genügend Filigranität, um einfache Trinkbarkeit zu haben. Also Ortswein darf nicht so anstrengend sein, dass du ihn nicht mehr haben magst, weil er zu anstrengend ist. Also einen gewissen Trinkfluss
müssen alle Weine bringen, egal welcher Qualitätsstufe. Ja, natürlich, je weiter man hochgeht, umso mehr muss man sich mit dem Wein auch beschäftigen. Aber Weißgekeltert ist einer, mit dem freundet man sich schnell an. So auch in 19. 2019 ist einer, der eine wahnsinnige Frische reinbringt, finde ich. Das ist so ein wirklicher Wow, hier bin ich. Ich bin kein Erdbeerbonbon. Verwechsle mich nicht mit diesen künstlichen Art von Roséchen oder so. Es gibt ja viele rosa Produkte, nenne ich sie jetzt einfach mal. Die sind so ein bisschen Gummibärle. Der ist so überhaupt nicht. Wenn du von Früchten sprichst, wenn du von ein bisschen Himbeer sprichst, leichten Anklängen nur Erdbeer, wenn man auch von einer leichten Würze hinten raus spricht, dann ist das ein Wein, den man sich wirklich genialerweise an so einem Abend auf der Terrasse, ich hoffe, Engis, du sitzt auf der Terrasse, da wird er nämlich jetzt unheimlich gut schmecken. Das ist nämlich auch in der Tat ein großer Unterschied, ob ich jetzt hier in meinem Büro sitze, wo ich seit 2 Tagen vergessen habe, diese Heizung anzustellen, also jetzt so leicht fröstelnd in meinem T-Shirt nach draußen gucke. Und ja, ich würde jetzt auch gern draußen sitzen und Spätburgunder Weißgekeltert trocken trinken. Um das abzurunden noch, Weißgekeltert ist, kann man als Blanc de Noir auch betitulieren. In der Tat hätte man vielleicht ein bisschen Probleme, wenn du jetzt den Wein im Glas anschaust, also seine Farbe anschaust, dann hätte man vielleicht, weil er so ein bisschen ganz zartes Lachstönchen hat, hätte man Probleme, ihn in der Prüfstation für deutschen Wein, also es gibt hier überall so verstreute sensorische Prüfstationen, die dann dieses Qualitätsweinlevel zulassen. Und die würden dann vielleicht meckern, würden sagen, aber für ein Blanc de Noir ist der ein bisschen zu dunkel. Ich finde, Weißgekeltert, also ein weißer Wein aus roten Trauben, der darf genau die Farbe haben, die von der Natur aus bestimmt ist. Und nicht die man vielleicht aus ihm herausprügeln wollte. Weil es ist nun mal so, dass verschiedene Jahrgänge, und gerade jetzt von 2018 gesprochen, eine gewisse Farbe in die Schale eben rein inhaliert haben, durch eben dieses heiße Wetter. Und es könnte wirklich passieren, dass der nicht, wie vom Tod erschrocken, Weißwein wird, sondern ein bisschen ein Färbchen hat. Und das ist Magie, das ist Eleganz, das ist Weißgekeltert. Und in jedem Jahr darf er so sein, wie er ist. Und Weißgekeltert bedeutet auch, zu 100% hast du hier die Rebsorte drin, die draufsteht. Spätburgunder eben. Man darf kein mini bisschen irgendwie in anderen eine Weinsorte dazu tun. Anders als bei Blanc de Noirs, da dürfen mehrere Rebsorten in einen Topf kommen und man muss davon nichts erzählen. Deswegen finde ich eigentlich Weißgekeltert das interessantere, reinere und auch oft in Sachen Bärigkeit und in Sachen nicht Gummibärchen sein, immer bessere Produkt. Für mich selbst. Aber ich muss ja auch quasi den Wein lieben, den ich mache, sonst bräuchte ich es nicht zu machen. Und das ist auch immer so den Trick, wenn man das tut, was einem selbst gefällt und gut schmeckt, dann kann man auch andere damit anstecken. Ich hoffe, ich habe es geschafft, dich ein bisschen anzustecken und gucke auch gleich auf die nächste Frage in Richtung Gerd, der Weißburgunder Halbstück 2017 jetzt rausgekramt hat. Und ich mach gerade mal, wo das jetzt hier war. Ah ja, genau, richtig, die Tortellini, nur dass ich jetzt hier das richtige Gericht erwische und nicht das Lamm mit der Tortellini vermische, weil das wäre ja auch etwas seltsam, obwohl man kann Tortellini bestimmt so anrichten, dass sie auch zu Lamm eine perfekte Figur abgeben. Also, Weißburgunder Halbstück 2017, ich habe es geahnt, passt gut zu Lamm und man muss ihn aber noch ein bisschen mehr kühlen. Was ist deiner Meinung die beste Trinktemperatur? Ja, also da habe ich jetzt festgestellt, in meiner Phase mit diversen Versuchskaninchen, also ich teste das ja immer gerne, im Moment sind keine Leute da, aber normalerweise lade ich mir hier gerne Leute ein, auch in kleineren Gruppen und habe dann verschiedene wirklich Gruppendynamiken und auch verschiedene Leute, verschiedene Herkunft, die ich einpacke,
die ich hier zur mobilen Weinprobe mit durch den Keller, durch den Weinberg und überall durchzerre und denen dann ein ganz tolles, also die abhole in diese Weinwelt mit ganz tollen Geschichten und Erlebnissen rund um Wein und rund um unsere Geschichte. Und wenn ich denen dann so als entweder vorletzten oder auch mal letzten Wein, je nach Sommer oder Winter, diesen Weißburgunder Halbstück hinstelle, dann ist es total spannend, die Leute zu beobachten, wie die bei unterschiedlichen Trinktemperaturen auch reagieren. Also Weißburgunder Halbstück oder generell Weißweine, die im Holzfass gereift sind, haben natürlich ein leicht rotes Gen. Was ist das Gen? Das ist das Häuschen. Also das Häuschen, in dem sie gewohnt haben, ist ja eigentlich eher für Rotweine gedacht, reserviert. Also man hat früher Rotwein ins Holz gelegt und Weißwein eigentlich eher, das war sogar ein Weinfehler noch in den 80er, 90er Jahren, wurden Weißweine im Holz wegen ihres Holzgeschmacks abgelehnt, weil das fehlerhaft ist. Die Flaschen durften nicht verkauft werden. Der Wahnsinn, der wird man heute gar nicht mehr. Und dieses Holz eben ist ja mit dem Wein im Gleichschritt oder für diesen jungen 17er gesprochen, er ist nämlich noch nicht lang auf der Flasche, im Moment ein Tick drüber. Und wenn jetzt Wein und Holz gleichzeitig in den Mund kommen und es ist zu kühl, die Flüssigkeit ist zu kühl, dann schluckt oder dann hebt sich das Holz über den Wein, was niemals passieren darf, weil es muss auf ein Level. Und wenn du ihn jetzt zu kalt eingeschenkt hast, zu warm eingeschenkt hast, dann war es vielleicht Zimmertemperatur und es wäre in der Tat zu warm. Wenn wir den in der Probierstube haben und ich merke, jemand möchte es zum Finale probieren, dann nehme ich den am Anfang, wenn ich den ersten Wein ihm hinstelle, aus dem Kühlschrank, lasse ihn leicht in der Flasche antemperieren und gebe auch den Hinweis dazu, wenn ich ihn dann einschenke, je nachdem wie lang oder kurz diese Probe dauert, wenn ich ihn dann einschenke, den ganz klaren Hinweis, dass er in diesem Glas auch einen Moment wirken darf. Eisekalt getrunken sind die, wie auch Rotweine, die eisekalt konsumiert werden müssen, sollen, dürfen, die sind in ihrem Körper beschnitten. Also dieses mollige, weiche Gefühl, was Weißburgunder Halbstück ausmacht, wäre bei zu kalt geschluckt. Und bei zu warm wird der latschig und die Säure wird langweilig. Das heißt, man müsste ein Zwischending finden, außer was hat Kühlschrank? Ein Kühlschrank hat 8 Grad. Es gibt auch Leute, die machen so ein bisschen eisige Frostkühlschränke, die sind 6 Grad. Also gehen wir mal von 8 Grad Kühlschranktemperatur aus. Da würde 11 Grad, 12 Grad gut passen. Oder auch, wenn man es ein bisschen frischer mag, 10 und warm wird er von allein. So könnte man es machen. Ja. Je nachdem, was auch für eine Außentemperatur ist. Wenn, je wärmer es draußen ist, umso mehr muss man den Wein am Anfang ankühlen, damit er auch ein bisschen längere Zeit auch Spaß macht. So, dann die Karin Liesegang. Hallo Karin, hallo Frau Liesegang, fragt, guten Abend aus Oberursel. Guten Abend zurück. Wir sind die Fernprobe, genau, die Fernprobe ist so klasse, das geht runter wie Öl. Also es war auch irgendwie, es war spannend, das zu drehen. So ganz allein und doch gemeinsam und in der Hoffnung, dass es den Leuten gefällt. Und wir haben jetzt Feedback, dass es den Leuten gefällt und deswegen hören wir auch erstmal nicht auf damit. Also, wir machen Fernprobe und wir haben bereits 3 Weine probiert, stattlich, jawohl, auf geht's, und freuen uns auf die weiteren 3. Du hast uns echt rausgerissen, Sonne, Wein und Eva, einfach super. Ach, jetzt wirklich, jetzt muss ich erstmal einen Moment atmen, genießen, ja, dass dieses Glück, was wir vorhatten, auch ankommt. Man kann ja versuchen, Glück in Flaschen zu verkaufen und auch das gewisse Erlebnis und vor allen Dingen auch den Bezug zu dem, der es gemacht hat. Also das wird mir immer und immer am Herzen bleiben, dass die Leute, wenn sie sich hinsetzen und lesen den Spruch und spüren auch das, was ich gewollt habe und sehen mich vielleicht auf dem Bildschirm oder vielleicht noch besser in echt, dass das alles ein Gesamtpaket gibt und dass sich das dann auf der Zunge zu einfach auch einem guten Gefühl vereinbart. Also wenn das gelungen ist, dann, ja, dann freue ich mich. Und hier kommt auch die Frage, auch wieder, um
um Essen geht's. Welchen Wein aus YouTube 1 empfiehlst du zu Spargel? Also, es ist YouTube 1 bietet viele Spargel Varianzen. Je nachdem, wie der Spargel zubereitet ist, kann man YouTube 1 verschiedenartig nutzen. Klassischerweise, also Spargel klassisch zubereitet, nicht mit zu vielen Nebenbuhlern auf dem Teller, also auch nicht Sauce Hollandaise, boom, boom, ja, diese fette Variante. Da ist YouTube 1 auch nicht das allergeeignetste, sondern ganz fett würde wirklich der Weißburgunder Halbstück wieder derjenige welche sein. Mensch, der ist ja heute gefragt wie eh und je als Essensbegleiter, aber er hat ja auch ein gewisses Potenzial. Also in YouTube 1 geht es dann um die auch ein bisschen frische, leichte Kräuterspargel-Variante. Und der Weißburgunder ist ein Schätzchen dazu. Weißburgunder zu Spargel mag ich sehr, sehr gerne. Passt ganz, ganz toll. Den roten Riesling haben wir auch schon versucht. Dann muss man aufpassen, also die Säure ist beim roten Riesling vorhanden, aber ein bisschen brav, also angebravt im Gegensatz auch zu dem weißen Riesling, der ja so ein bisschen mit der Säure eher manchmal draufhaut. Also wäre der rote Riesling auch geeignet, wenn, also dann dürfte der Spargel, ja, ziemlich, ja, so mit so ein bisschen Kräuter könnte ich mir es dann vorstellen. Und vielleicht so einen leichten Schmelz dazu noch geben, so eine leicht verlaufende Butter. Dann wäre dieses ziemlich nackte, pure Spargelgericht ein super Begleiter auch zu rotem Riesling. Was wir aber auch entdeckt haben letztes Jahr, eine neue Sonne am Himmel, den Souvenir Gris zu Spargel. Der ja Grauburgunder Aromatik hat, aber eben nicht so eine schwere, breite Wumms-Schmelz, sondern so ein bisschen was Tänzelndes hat. Und der hat letztes Jahr auch ganz toll zu Spargelgerichten gepasst. Das wären jetzt drei Klassiker, die so eine große Bandbreite zu Spargelgerichten abdecken. Was ich aber auch empfehlen kann, ist ein bisschen weiter zu denken. Wenn wir jetzt einen Spargelsalat hätten, mit vielleicht ein bisschen Erdbeerchen reingeschnitzt oder irgendeiner anderen Art von süßen Komponente. Es gibt ja auch Johannisbeerdressing oder. Also wenn Spargel in Salatform zusammen auf eine süße Komponente trifft, das macht man auch manchmal beim Kochen generell, mit Süß spielen, da holst du plötzlich Spätburgunder weiß gekeltert Feinherb aus dem Kühlschrank. Und das passt. Das passt viel, viel besser als der Trockene von nebenan. Das gibt einem im Mund eine völlig geniale Komposition aus dieser Süße und auch der Säure, die ja auch im Salat eben verheiratet ist. Und das ist dann eine knallige Sache. So Scheurebe würde ich zu Spargel eher nicht als standardmäßig trinken. Wenn man natürlich jetzt hier nur Scheurebe hat, dann Scheurebe zum Spargel. Und Riesling ist auch nicht der klassische Begleiter, weil der kämpft manchmal mit der Säure. Die Säure, die stiehlt dem Spargel die Show. Und der Spargel als gewünschte Königin des Tellers, ja, Spargel müsst ihr ja auch so ein bisschen verehren. Die liegt da und will einfach nur gefeiert werden, weil sie nur ganz, also weil sie nicht im ganzen Jahr eben gibt. Spargel ist so was Einzigartiges und so was auch was Endliches. Weil das gibt es nicht immer. Und ja, da kann man eben mit dem Weingenuss on top auch noch mal ein bisschen was rausholen. Aber sie möchte nicht die Show gestohlen kriegen. So wie eine Scheurebe auch. Die lässt sich auch nicht die Show stehlen. Deswegen Spargel und Scheurebe würden sich gegenseitig die Show stehlen. Sie würden sich nicht sehr gut verstehen. Dann, wir kennen uns vom Clubabend. Du hast bei uns einen Vortrag gehalten. War auch so super. Ach ja, genau. Also, da haben wir mit vielen Damen zusammen einen super Clubabend gemacht. Ich war der Special Guest und habe wie immer, ich kann nicht anders, über Wein geredet. Und da geht es dann immer zur Sache, weil irgendwann fallen dann auch bei allen irgendwie, da fallen die Ballaste runter vom Alltag und das spürt man dann auch wirklich als Weinprobenmoderator. Das ist jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Also wenn ich mit dem ersten Wein anfange bei so einer Weinprobe, dann ist es für mich immer so ein bisschen
So, und jetzt sitze ich in den Startlöchern und will den Leuten was geben. Und ich weiß noch gar nicht, wie die so ticken. Und dann muss ich gucken, wie reagieren die auf das, was ich mit denen vorhab. Und dann redet man sich so ein bisschen warm und dann stolpert man sich so ein bisschen rein. Und auf einmal macht es bei allen Rums und der Stein des Alltags ist runtergerollt. Geht natürlich auch super mit einem Gläschen Wein. Und dann geht der Abend richtig los. Und das ist da auch passiert an diesem Clubabend. Und ja, immer ganz schön und einfach, wenn man ein Schlückchen Wein dazu hat, den ich jetzt auch unbedingt mal trinken muss, weil man redet sich ja den Mund fusselig ohne, ich stoße mal mit euch an, nee, ohne Punkt und Komma. Es ist aber auch komisch, wenn man so live ist, dann hat man das Bedürfnis, keine Stille entstehen zu lassen. Ich denke dann immer, ach, sind die Leute jetzt langweilig? Oder sind die raus? Rennen die zum Grill? Wollen die mich nicht mehr haben? Also man hat so ein bisschen das Bedürfnis, immer weiter zu reden. Und wenn ihr jetzt schreibt, stopp, dann höre ich kurz auf, aber es dauert wahrscheinlich nur 2 Sekunden, dann werde ich weiterreden, weil es ist ein Drang, ein guter Drang. Ich gucke mal jetzt hier. Akkuladung 15%. Ich bin top vorbereitet. Huch, Sprechstunde mit euch huch, zusammen machen. Moment. Oh. Vielleicht hat mich mit Fragen. Hier, das sind die sozialen Medien. Man ist echt auf so vielen Kanälen unterwegs. Da postest du auf Instagram, dann hast du Facebook und dann hast du dies und jenes. Und du wirst ja gar nicht mehr fertig. Genau. So, jetzt. Ich hätte es fast verpasst, aber ich habe noch dran gedacht, weil hier ist eine Frage von, ich sehe gar nicht von wem, vom Rudi Windhäuser. Der sagt: Guten Tag, Eva, bin auch gerade in deiner Sprechstunde. Ja, bitteschön, herzlich willkommen. Und habe dein YouTube-Paket 2 von meiner Tochter geschenkt bekommen. Sie ist. Jetzt lese ich. Sie ist Veganerin. Sind deine Weine, die in dem Paket vegan? Liebe Grüße aus Neuwied. So, jetzt kann ich mit tiefster Inbrunst und mit höchster Ehrlichkeit und mit tiefstem reinen Gewissen sagen, ja, das sind sie wirklich. Und zwar schon seit immer, also seit 2007, seitdem wir Wein machen, wäre uns niemals der Gedanke gekommen, da irgendwas Tierisches zu zaubern. Warum? Also vielleicht mal kurz zum Hintergrund, damit ihr das so ein bisschen auch spürt und versteht, warum ein Wein jetzt um Gottes Willen nicht vegan sein kann. Also es liegt jetzt hier nicht an der tierischen Begleitung, wenn der Hund im Weinberg ist, oder an sonstigen tierischen Begleitern auf dem Weg dahin, sondern es gibt Möglichkeiten, das flüssige Produkt, also wenn der Wein, wenn die Traube dann schon gequetscht wäre, das flüssige Produkt ein bisschen, ja, dem ein bisschen nachzuhelfen, um gewisse Prozesse schneller zu durchlaufen. Und da gibt es gewisse Mittelchen, die aber tierischer Herkunft sind. Ich rede jetzt von Gelatine, die natürlich tierischer Herkunft ist, die dann zum Beispiel den Wein schneller klären lassen würden oder die ihn ein bisschen weicher machen, weil sie positiv geladen sind. Das ist jetzt aber auch schon wieder Chemie, die will ich hier rauslassen. Das lernt man beim Winzerstudium und wenn ihr wollt, könnt ihr in Geisenheim studieren gehen, aber ganz so tief wollen wir jetzt nicht in die Chemie reinspringen. Es ist einfach nur so, vielleicht erkläre ich mal so ein bisschen, ja, so ein leichtes Häppchen Chemie kommt jetzt vielleicht ganz gut. Also wenn ihr euch vorstellt, der Wein ist gerade frisch Most und dann kommt er von der Kälte gelaufen, ist aber nicht klar wie so ein Traubensaft. Den Gefallen tut er uns nämlich nicht, sondern er kommt naturtrüb rausgelaufen, wie naturtrübe Apfelsaft, den man in der Flasche kennt, eben auch. Also undurchsichtig. Und diese ganzen Schwebestoffe in dieser Flasche sind Minus, ja, lauter Minusse, die jetzt hier eben darum schwirren und es einem nicht so leicht machen, dass sich alles absetzt. Und dann kommt man mit diesem Plus, ja. Man kommt mit Gelatine. Plus und Minus finden sich zusammen und das würde sich schneller absacken lassen.
Und auch in späteren Prozessen, zu Klärungsprozessen, könnte man sich tierische Hilfe holen. Aber es gibt eine viel, viel schöne Variante, die ist Zeit. Der Faktor Zeit heilt alle Wunden. Der Faktor Zeit macht Weine gut. Und der Faktor Zeit macht es völlig unnötig, den Wein nicht vegan sein zu lassen. Deswegen veganer Wein. Und zwar nicht, weil wir hier so ein wahnsinns-veganer Haushalt wären. Also hier 4 Generationen Bauernhof, die Oma mit 87 kocht jeden Tag. Vegan kriege ich der wahrscheinlich nicht mehr beigebracht. Und gerade auch die Männers, die würden schön schnaufen. Also wir haben zu Hause extrem Fleisch reduziert über die Jahre. Das ist jetzt nicht mehr so diese Urbauernkost. Vegan sind wir nicht, aber ich verstehe es total, dass jemand, der sich dem verschrieben hat, aus welchen Gründen auch immer, eben natürlich bei jedem Produkt, das er konsumiert, auch sicher sein soll und muss, dass es seinen Anforderungen entspricht. Also, vegan ist er, sowohl der Saft als auch der Wein. Recht so, gut so und ja, spricht auch überhaupt nichts dagegen. Ich gucke mal, ob er damit zufrieden war. Er hat nichts mehr geantwortet, also scheint die vegane Frage geklärt. Also, ich gucke noch mal hier. Nein, da ist jetzt keine. Nicht, dass ich irgendwas verpasst habe. Ihr könnt mir gerne weiter Fragen stellen. Wir haben noch 20 Minütchen im Chat. Die will ich euch mit Weinwissen versüßen und habe richtig Lust, euch was beizubringen. Also schreibt gern oder schickt mir noch mal eine WhatsApp. Das hat ja eben auch so gut geklappt. Ich mache noch mal ganz kurz hier meine Nummer. Die Nummer gegen Kummer, nein, die Nummer gegen und für Fragen. Also wenn ihr da was wissen möchtet und kein Google-Konto habt, dann könnt ihr mich auch gerne so löchern. Übrigens, was gestern ganz, ganz toll war und was ich auch jedem, das ist jetzt mal außerhalb von Wein, ich meine, wenn ihr keine Fragen stellt, dann muss ich euch kurz jetzt mal was von mir reinkrätschen. Also wir hatten gestern Morgen ein Zoom-Chat mit 7 verschiedenen Winzern, die alle so ein bisschen ja, ihr Freud und Leid der jetzigen Tage geklagt haben. Und das hat wirklich wahnsinnig gut getan. Viele Ideen wurden untereinander ausgetauscht. Und das ist auch das, was, glaube ich, uns jetzt alle hochhalten wird, dass wir zwar nicht uns nur noch über digitalisieren, also dass wir jetzt in einen Tunnel reinkommen, wo wir sagen, na ja gut, also treffen brauche ich mich jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, das wird auch nicht passieren. Das liegt nicht in der Natur des Menschen. Aber dass man doch, und das war absolut bereichernd für mich, dass man mit 7 Menschen, die eh keinen Termin finden im normalen Leben, dass man mit denen sich einfach schnell hinhocken kann. Was heißt schnell? Es hat schon 3 Stunden gedauert. Und einfach wirklich sehr, sehr produktiv Ideen und Gedanken austauschen kann, was wir ja jetzt auch im Moment machen und sehr bereichernd ist. Vielleicht erzähle ich dann auch, wenn keine Fragen sind, mal ganz kurz zur jetzigen Situation im Weinberg. Ich war ja heute, sieht man an meiner rot gebrannten, nee, es ist nur angebrannt, also es ist wirklich, meine Nase glänzt dann immer so ein Abend rot und dann wird sie langsam wieder entfärbt. Also es kommt nicht vom Weintrinken, sondern von dem Tag im Weinberg. Was haben wir da gemacht? Wir haben die Trete darauf vorbereitet, das zu tun, was jetzt ihre Aufgabe ist. Also wir hatten im letzten Chat ganz viele Fragen auch zu dieser Optik. Im Moment laufen ja ganz, ganz viele Menschen draußen im Weinberg rum. Also da muss man schon fast wieder um seine Abstandsregeln bangen. Also alle zieht es nach draußen und alle schauen sich die Natur genauer an. Das tut uns sehr gut, einfach um mal wieder das wertzuschätzen, da diese Natur auch in ihrer beruhigenden Wirkung Natur sein zu lassen und das wirken zu lassen. Und dann wird dann auch viel geguckt, was machen denn da die Winzer und wie sieht es in den Weinbergen aus? Und da waren verschiedene Fragen. Und mich hat es dann erst auf den Trichter gebracht,
dass die Leute das brennend interessiert, was wir da überhaupt gerade machen und warum das jetzt alles so passiert und warum manche Weinberge völlig anders aussehen als andere Weinberge. Deswegen jetzt im Schnelldurchlauf, was seht ihr draußen, wenn ihr die Chance habt, durch Weinberge zu laufen? Es gibt ja Leute, die laufen durch Felder, aber durch Weinberge ist natürlich jetzt auch ein Wahnsinnspanorama, weil jetzt erwacht es. Jetzt erwacht es. Wir hatten vorher, noch vor ein paar Tagen, und es geht ja rasend schnell bei dem Wetter, da überfällt es uns ja fast, wir hatten das Wollestadium. Also diese braunen Hölzer, die jetzt so auf diesem Draht drauf liegen, die hatten alle so kleine Pöttchen aus den Augen und das war Wolle. Wollestadium, weil da eben die Triebe rauskommen, die frischen, jungen Triebe. Und mein Sohn hat es ein bisschen falsch interpretiert. Die Winzerkinder müssen im Moment alle immer mit in den Weinberg. Und der hatte eine Schere erwischt und ich war unten in der Reihe und er sagt so, Mama, ich schneide dann schon mal die weißen Dinger ab, okay? Und dann, hochgerannt, weil aus diesen unscheinbaren weißen Wattepuscheln, die so klein, süß und behaart sind, da spricht dann auf einmal dieses Grün heraus. Dieses zarte Pflänzchen, was im Moment ja zwischen so und so groß ist, manchmal auch nur so, je nach Lage, je nach Sorte, eben grün wird und auch nach Anbaugebiet natürlich unterschiedlich weit ist. Wir haben ja auch verschiedene Wärmekonstellationen. Und das beginnt jetzt. Das ist ein Reset, das ist ein Neustart für unser Weinjahr. Und das wird jetzt rasend schnell gehen, dass diese Triebe hochbrechen. Und wenn man denen jetzt nicht helfen würde, dann knick, kommt ein Sturm, kommt ein Wind, kommt ein starker Regen und diese Naturereignisse, die sehr stark sind, sind ja keine Seltenheit mehr, brechen völlig in sich zusammen und es ist kein trainiertes System mehr, das gerade hochwächst, sondern es ist ein Strubbelsystem, was halt so da rumfällt. Deswegen wandern wir, und das nennt man Heften, mit den Treten nach oben und das seht ihr dann auch. Also wir begleiten den Wein mit einer kleinen Haltenvorrichtung, also die sind dann wirklich hier so in diesem Korsett gefangen und werden dann hochgezogen, sodass eben auf einer Ebene die Trauben im Herbst geerntet werden können. Hört sich so einfach an, ist aber wirklich auch ein Winzer, der Winzerberuf ist ein Beruf, den man lernen muss und kann, da gibt es eine Ausbildung für und das war es jetzt im Schnelldurchlauf, was das Heften betrifft. Und ich muss noch mal ganz kurz gucken, bevor hier noch eine Frage, dann komme ich gleich wieder zu diesem Chat. Spontan vergorene Weine mag ich mittlerweile, wenn sie auch bio sind, noch zusätzlich sehr gerne. Wie sieht das bei deinen Weinen aus? Spontangärung ist ein sehr interessantes Feld, was total spannende, vielseitige, aber auch so ein bisschen ja, leicht anspruchsvollere, verruchtere, also die sind dann, die haben ein bisschen mehr Aromen, die dann auch in eine Richtung gehen, die weg vom klaren Stil gehen, sondern die so ein bisschen was Rumschwirrendes haben, sowas Wildes, sowas Unbändiges. Ja. Das ist die neue Welt, die durch die neue alte Welt, Spontangärung ist ein alter Hut, das haben die früher nur gemacht, die hatten keine Hefen aus dem Päckchen. Also die Spontis, Spontangärer, waren gang und gäbe und jetzt alter Trend, alter Hut, neu entdeckt, Spontanweine sind die Individualisten. Und ich finde ganz klar, für mich gesehen, für meine Ansicht, dass die Individualisten in die Spitze gehören. Damit auch, also Ortsweine sind bei uns noch Reinzuchthefe vergoren, weil ich bei den Ortsweinen das Gefühl habe, dass dieser spezielle Boden, der herausgearbeitet wird, bei dem Riesling die Kalkader oder bei der Scheurebe auch Kalkader, beim Riesling Tonmergel, den ich jetzt gerade im Glas habe, der schroffe Tonboden, da ist es total gut, wenn die Hefe ihren Job tut. Alkohol produzieren aus Zucker. Ja. Und da ist die Spontangärung manchmal schon so ein bisschen zu verwegen. Deswegen für die Spitze vorgesehen, die Lagenweine, eben die Spontangärung, weil dann die Jungs, also die wilden Hefen, so ein bisschen das Zepter übernehmen und diese Kellerflora, also das, was an Hefen im Keller rumschwirrt, eben die Gärung tätigt. Aber
Es könnte auch daneben gehen. So eine Spontangärung ist immer ein Drahtseilakt, weil wenn es irgendwie daneben gärt, wenn vielleicht neben den Hefen, also so wilde Hefen sind immer verschiedene Stämme, wenn da ein falscher reinrutscht, dann könnte es zu einer Winzerschnappatmung kommen, weil dann dieser Tank macht, was er will. Und er könnte aufhören zu gären. Du willst einen trockenen Wein, der bleibt süß oder halbtrocken. Er könnte aber auch Fehlaromen bilden. Sprich, also Spontangärung ist Freud und Leid. Entweder du kriegst was richtig Tolles und was die Spitze der Weine, also Lagenweine bei uns, Hüttberg, Herrnberg, Pettental, Rieslinge, was die eben bringen. Oder ja, du könntest, also im ganz schlimmsten Falle, könntest du nicht mehr verkaufen, wenn eben die Nummer daneben geht. Das ist immer, ja, no risk, no fun bei der Spontangärung. Jetzt hier, der Rainer fragt, welcher Wein passt eigentlich zur Frankfurter grünen Soße mit Kartoffeln? Sehr, sehr gute Frage. Ich hoffe, dass, also wir hatten auch an Gründonnerstag die Frankfurter grüne Soße, aber rheinhessisch abgewandelt. Wir hatten noch Brunnenkresse, also sprich Sauerampfer mit drin und auch, das gehört bei grüne Soße nicht mit rein. Liebstöckel, ganz leicht. Und das war eine super Variante von grüner Soße, wo noch so ein bisschen Ecken und Kanten drin waren und auch ein bisschen Säure. Und das Thema Säure ist auch bei Frankfurter grüne Soße ein Problem, ein Thema, kein Problem. Es ist gut, es ist super. Ich liebe Frankfurter grüne Soße. Dann hast du das Thema Säure da. Und du hast aber auch diese pure Kartoffel. Und ich, nicht nur, weil wir sie auch mittlerweile anbauen, sondern aus der ganz eigenen Erfahrung heraus, von welcher Kartoffel reden wir eigentlich? Regionale und noch besser, Bio-Kartoffeln. Ihr müsst mal den Unterschied nebeneinander kochen. Aus einer billigen Kartoffel. Und aus einer vielleicht im Garten selbst gezogene oder aus einer Bio-Kartoffel. Das ist eine andere Kartoffelgeschmackswelt. Die Noten, die kommen viel feiner. Es ist einfach, es ist nochmal ein Erlebnis. Also einmal Punkt 1, krieg eine grüne, gute Soße hin, kein Fertigkram, sondern mit echten Kräutern plus eine gute Kartoffel dazu. Und wenn dieses Heiligtum schon mal passiert ist und dieses Experiment geglückt ist und dieses Kochen geklappt hat, dann kann man den Wein super on top setzen. Ich weiß nicht, welche Weine jetzt hier alle zur Verfügung sind. Das war ja YouTube 1 und es waren noch gewisse andere Bestände im Keller. Ich finde, man kann dazu auch einen frischen Wein trinken. Wir hatten da keinen Wein zu. Ich könnte mir aber zum Beispiel die 11,5 sehr gut dazu vorstellen. Also ein Wein mit einem leichten Tick Restsüße, aber nicht zu viel. Also nur so, wupp, Restsüße, dass gerade so ein bisschen Saftigkeit entsteht, weil man da würde man der Säure und den Kräutern auch total gut begegnen können. Also wenn man das mag, wenn man Weine mit Restsüße mag, hat in der Tat Silvaner und Scheurebe in der Kombination, hätte da einen super Stellenwert dazu. Man könnte aber auch, jetzt muss ich gerade mal so ein bisschen durchgehen, was dazu passt. Klassischerweise einfach einen Wein trinken, der nicht zu viele Aromen hat, also zu viele Eigenaromen. Die Scheurebe, die würde jetzt ja alles, wenn sie pur wäre, so vielleicht ein bisschen zerschießen, diese Feine, dass man diese einzelnen Kräuter möchte man ja noch rausschmecken. Deswegen würde man mit einem schönen frischen Weißburgunder, also Weißburgunder Gutswein, würde man die Kartoffel noch gut dastehen lassen, weil auch die Säure die Kartoffel nicht killt und die Kräuter in ihrer einzelnen Komponente noch wirken, also gut dastehen lassen. Das wäre jetzt mein Wunsch für die grüne Soße, aber es gibt immer noch natürlich Plan A, B und C. Dann gute Frage, nächste Frage. Wann wird denn vermutlich das nächste Event bei euch sein? Fragt der Volker Görings. Wir kennen uns auch schon einige Jahre und der Garten, ja, der ist jetzt wunderschön.
Wir pflegen ihn jeden Tag, wir hätscheln, wir tätscheln, wir mähen Rasen und keiner kommt. Es ist eine Mischung aus leichter Entspannung, weil endlich kommen wir mal dieser Arbeit hinterher, aber auch totale Traurigkeit, weil dieser Garten lebt davon, belebt zu werden und dass da Menschen sind, die alle in der Entspannung zusammen sind, in einem entspannten Zustand. Die Leute kommen, es sind verschiedene Altersstufen auch, die sich dort treffen. Also es ist nicht nur ein Klientel oder ein Alter, sondern da hüpft in der Ferne ein Zweijähriger oder Dreijähriger und springt über die Wiese. Und auf der Terrasse ganz in der Nähe sitzt dann ein 70-Jähriger und sagt, wow, wie schön, dass das Kind da springt. Ich bin da, ich freue mich an der Jugend und freue mich aber auch, dass ich meine Ruhe habe, auf der Terrasse sitze und mein Gläschen trinken kann, vielleicht mit einem 40- oder 30- oder 20-Jährigen. Also es mischt sich das Völkchen. Und das ist halt dann schon mal so ein Problem. Das unbeschwerte Zusammenkommen von Menschen. Und das macht mir eigentlich am meisten Angst, wenn ich von Angst reden darf. Also ich bin immer noch total positiv. Ich will auch den 6.6., die Filmpremiere, die habe ich voll auf dem Schirm und lasse mich da auch erstmal nicht abbringen von Zahlen, von Virologen, von Statements, von Trumps dieser Welt, von irgendwem, der irgendwas zu sagen hat und glaubt, es zu wissen, weil wir wissen es nicht. Und mein Problem bei der Sache ist, wenn ich es dann irgendwann darf, ob dann auch das unbeschwerte Gefühl da ist. Und das glaube ich, dass wir uns das jetzt und auch mit einem Gläschen Wein und hier in der Zusammenkunft einfach wieder bewahren und vorstellen müssen, dass irgendwann der andere Mensch, der gegenüber mir sitzt und ein Gläschen Wein trinkt, dass es mein Freund ist und nicht mein Feind. Also das ist die große Herausforderung, aber es ist auch so, vielleicht kommen die Leute jetzt mal zur Ruhe, vielleicht denken wir über manche Sachen nach und vielleicht sind wir bei dem nächsten Weinpicknick, ganz, ganz bestimmt beim nächsten Weinpicknick und ich glaube nicht, dass es der 1. Mai sein wird. Ich habe für 1. Mai übrigens einen virtuellen Picknick-Wettbewerb geplant. Was das ist, wird noch verraten. Aber ich habe es hier auch noch keinem gesagt, noch nicht mal mein Mann weiß es. Habe ich gerade vorhin erfunden. Aber es wird schön. Also wir werden es uns so lange schön machen, bis wir uns wieder in echt sehen dürfen. Und ich befürchte aber, es wird Juni werden. Bin trotzdem sehr, sehr positiv eingestellt. Dann, hallo Eva, sagt der Klaus, wir probieren und vergleichen gerade die beiden Scheureben 2018 und 2019. Wie unterschiedlich die sind, aber beide klasse. Ja, das ist also diese Scheureben, die haben dieses Klima einfach voll intus. Es gibt wenige Sorten, die wirklich so, so klimaempfindlich und klimaaffin sind, dass man so starke Unterschiede schmeckt. Also diese 2018er Scheurebe in ihrer Opulenz, in ihrer sehr fleischigen Frucht, in ihrer Stärke auch, und aber auch wirklich sehr breit und dicht, wie die 19er eben sind, die 18er eben sind. Aber trotzdem noch, und das erleichtert mich, die 18er sind keine Totschläger geworden. Das war so ein bisschen das, was der Winzer so leichtes Zittern gehabt hat, dass der 18er ein Jahrgang vom Alkohol geprägt sein könnte. Ja, der Alkohol ist etwas stoffiger, obwohl bei beiden 12,5 auf dem Etikett steht. Ich glaube aber, wenn man nach der Nachkommastelle geht, ist die, nicht ich glaube, ich weiß, da ist die 18er der 19er überlegen. Also es darf ja beim Alkoholgehalt, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, um 0,5 geschwankt werden. Also du hast so ein bisschen eine Trefferquote, wenn man jetzt 12,5 auf dem Etikett liest, könnte das zwischen 12,9 und 12,1 alles sein, weil man darf ungeachtet der Rundungsregeln, die es ja vielleicht aus der Mathematik gibt, eben wirklich auf die Komma 0 oder die Komma 5 runden. Das will ich aber gar nicht viel im Alkohol erzählen, sondern der Alkohol macht es da nicht, sondern diese gelbe, konzentrierte Frucht der 18 und dagegen dieses aufgeregte, dieses
freudig lospirschende der 19er. Also natürlich ist die Gärung auch noch viel präsenter. Das muss man sagen. Wenn wir fair sein wollten, was wir niemals sein können, müssten wir ja die 18er Scheurebe zum gleichen Zeitpunkt trinken wie die 19er, zum gleichen Reifestadium. Geht ja nicht. Einfrieren ist nicht. Ja? Und das ist immer so, also eigentlich ist es von mir so ein kleiner Winzerinnentraum, nicht nur die Erinnerung daran zu haben, wie der war, als der frische, junge Wein war, sondern es wirklich aktiv nebeneinander probieren zu können. Verrückt, gell? Also es ist ein kleiner, verrückter Traum, aber wäre mal spannend. Es wäre mal echt spannend, wenn nicht nur die Vorstellungskraft es richten würde, sondern wenn es die Realität wäre, dass man verschiedene Jahrgänge zur gleichen Reifezeit nebeneinander probieren könnte. Aber die Zeit schreitet voran und deswegen ist es einfach unmöglich. Dann, genau, also, aber er findet sie beide klasse und ja, ich freue mich auch, dass diese zwei Pärchen, dass dieses Pärchen so ein bisschen wie Hinz und Kunz ist und das steht denn aber auch. Das ist klasse. Das zeigt, wie wichtig und wie schön es ist, eigentlich in Deutschland Wein zu machen, weil man kann nie wissen, was einen im nächsten Jahr erwartet. Und das ist das Spannende am Winzer in Deutschland sein. Die 2018er Scheurebe passt sogar richtig gut zu unserer Lauchkisch. Hatten wir gar nicht so mit gerechnet. Ja, in der Tat. Wenn Lauch gekocht oder gebraten oder also erwärmt wird, kriegt Lauch auch eine leichte, das merkt man gar nicht, aber es ist so, eine leichte Süße. Und Scheureben haben ja diese konzentrierte Frucht und die Kisch ist ja quasi fluffig Blätter und obendrauf ein bisschen Wumms mit dem Lauch. Weiß jetzt nicht, ob noch Speck dabei ist oder ob es eine reine Lauch- oder Lauchkäse-Kisch ist. Aber eine Frucht on top zu setzen als kleines Deckelchen, hat eine gute Idee. Ja? Werde ich auch weiterempfehlen, Klaus. Das werde ich aktiv weiterempfehlen. Da hast du jetzt neue Fans für deine Scheureben. Das freut mich natürlich. Fans sind immer gut und ja, Scheurebe kann man auch nie genug haben. Ja, Fans und Scheurebe kann man immer nie genug haben. Ich gucke nochmal ganz kurz hier auf mein Handy, dass ich keinen hier außer Acht lasse. Nein. Nur mein Mann hat geschrieben, wann kommst du zum Essen? Ja, jetzt redet sie die ganze Zeit und versucht hier den Leuten den Mund wässrig zu reden und was sie für Weine zum Essen trinken sollen. Und draußen kratzt der Mann und will essen. Der muss noch ein bisschen warten, sage ich. Also wir machen erst hier unseren schönen Livestream zu Ende, weil ihr seid hier die Ton- und Taktangeber. Das heißt, wenn euch die Fragen gleich ausgehen, dann mache ich dann Schluss. Aber erst dann. Das ist hier immerhin eine tolle Alternative. Danke dafür. Ja, also das ist auch das, was ich in den vergangenen Chats oft sagen musste und es nie genug sagen kann. Diese Reise von, mit und um Wein, die hört niemals auf. Also weder bei euch, bei dem ganzen Leben, noch bei eben dem Winzer. Also du kannst nie auslernen. Du kannst nie alles wissen. Und selbst ein Weinguru, ein sich selbst ernannter Weinguru, der schon 2.000, 3.000, 4.000, 10.000, weiß was ich, wie viele Weine in seinem Leben probiert hat, der lernt geschmacklich, sensorisch nie aus. Der wird immer Momente im Weingenuss geben, wo er sagt, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und es kann dann sogar so gehen, dass man, wenn man Wein mit verschiedenen Stimmungen probiert, dass man an einem Tag das eine mag und am anderen Tag das andere. Das ist auch eine wirklich sehr, sehr gute Erkenntnis. Viele Leute bringen diese Erkenntnis aus dem Urlaub erst mit, wenn die nämlich Weine mitbringen und sagen, naja gut, das schmeckt ja gar nicht wie auf der Toskana-Terrasse hier, auf meiner rheinhessischen Terrasse oder wo auch immer ich jetzt gerade in Berlin sitze oder. Man kann sich Gefühl
nicht einkaufen. Das ist eine Sache und Gefühl hat stark mit Menschen zu tun und mit Stimmung. Und deswegen sitzen wir auch hier zusammen. Ich will euch die Stimmung reingeben, die ich dann auch mit diesen Weinen habe und um diese Weine fühle. Und um das Kulturgut Wein, das ein ganz tolles ist. Ja. Zum Glück in diesen Tagen als Lebensmittel definiert, weil sonst müsste man den Laden dicht machen. Ja. Und Wein ist Lebensmittel und das stresst uns auch schon seit Jahren, weil wir müssen natürlich viele, viele Regeln einhalten, viel, viel Bürokratie machen. Aber jetzt ist natürlich gut, dass der Wein zu den Grundnahrungsmitteln gehört. Ja? Und das ist ja auch korrekt so. Ja. Also Wein als Grundnahrungsmittel bin ich total bei euch. Ah nee, diese These habe ich gerade aufgestellt. Aber ich glaube, ihr seid mit mir einer Meinung. Ja, dann sind euch die Fragen leicht ausgegangen. Wir haben auch unsere Chatzeit so ein bisschen eingehalten. Wenn ihr Lust habt, die ihr jetzt noch da gleich Tschüss sagt mit mir zusammen, schaut euch dieses neue Video an, das ich die ganze Nacht hindurch geschnitten habe. Der Schnelldurchlauf-Chat, die Best-of-Winzerinnen-Sprechstunde, also eine nicht durchzechte, sondern eine durchschnittene Nacht liegt hinter mir und mich hält eigentlich nur noch dieser Riesling auf den Beinen. Aber was rausgekommen ist, ist schon so ein bisschen ein Power-Video, was natürlich nicht perfekt geschnitten ist. Ich bin kein Filmemacher, aber das Winzerinnen-Schnittbüro hat alles gegeben. Ja. Ihr dürft auch heute Abend weiterhin alles geben, alles probieren, alles erzählen. Dürft euch die Fragen gerne auch aufschreiben, dürft ihr euch die merken und gerne an mich dann stellen. Es war bestimmt nicht der letzte Chat, den wir zusammen gemacht haben. Ich tippe jetzt in meinen Chat ein freudiges Tschüss. Ja? Und vor allen Dingen ein frohes Ostern. Und viele Osterverstecke. Viele Osterverstecke für Weinflaschen. Für Weinflaschen. Das wünsche ich euch. Vor allen Dingen Gesundheit, das wünscht mir die Tage ganz gerne. Aber ich sage euch eins. Auch vor Corona hat es sich gelohnt, gesund zu sein. Bleibt einfach positiv gestimmt. Das würde schon viel, viel helfen. Und wir sehen uns bald. Hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ihr könnt das alles nachhören, ihr, die eben noch zugekommen seid. Wir haben es alles aufgezeichnet. Ist gleich auch live wieder, ist auch gleich wieder im Chatroom. Und bis ganz bald. Ich muss Riesling trinken. Ich muss essen gehen. Frohe Ostern, alle zusammen. Und ein glückliches Ostereier suchen. Bis dann. Genau. Ans Osterfeuer gehen wir gleich. Das kommt auch noch. Also, ciao, ciao.